Hey Mann, was draußen? Ich bin Jan von Ballsich Attach. Willkommen zu einem neuen Videos-Kanal. Heute haben wir was brandneues für euch und zwar das Starter Pack der brandneuen Turbo Attacks von Tops. Das heißt, ihr kennt natürlich ganz, ganz reichlich seit 2013 kennt ihr natürlich Match Attacks zur Fußball-Bundesliga und so weiter von Tops. Und seit letztem Jahr, glaube ich, erst gibt es das Ganze auch für die Formel 1, was ich sehr, sehr nice finde. Und heute haben wir das brandneue Starter-Pack zur brandneuen Serie. Das ist die 2021er-Serie zur brandneuen Saison. Und ich bin hyped, ich bin gespannt. Heute haben wir das Starter-Pack. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, denn wir haben hier ein komplettes Display. Ihr seht, alle Päckchen noch drin. Ich glaube, das sind 22 Stück. Ne, 24 Päckchen sind da drin. Also das werden wir in den nächsten Tagen auch noch öffnen. Seid gespannt, da können wir natürlich dann sehen, was für Karten es alles gibt. Heute haben wir das Starter Pack, da haben wir auch schon ein paar Karten drin. Die gucken wir uns natürlich auch an, aber an sich auch noch das Album, Checkliste. Mal gucken, was alles drin ist. Das Ganze kostet 8,99 Euro in Deutschland, in der Schweiz kostet das 10,90 Franken. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich rein. An der Stelle groß Dankeschön an Tops, die uns die Karten zur Verfügung gestellt haben, damit wir sie euch zum Release gleich präsentieren können. Und ich bin auf jeden Fall gehypt. Sehen sehr, sehr nice aus. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Das Ganze auch deutsche Version, das heißt alles in Deutsch. Hier Hersteller Tops Deutschland. Das heißt, wir haben unsere eigene Saison-Version bekommen. Ich bin mir nicht sicher, wie es letztes Jahr war. Aber ich glaube, letztes Jahr gab es so eine internationale Version, wo alles auf Englisch war. Ich weiß nicht, ob die Karten dann auch auf Deutsch sind. Könnte sein. Aber kann auch sein, dass die dann auf Englisch sind. Aber hier zumindest das Starter Pack und so weiter ist auf Deutsch, soweit ich das gesehen habe. So, wir beginnen gleich. Hier haben wir unser Kartenpäckchen. Das schauen wir uns ganz, also gleich an. Wie ihr es kennt von unseren ganzen Starter Packs. Und hier haben wir das Cover fürs Album und das ist mal sehr, sehr nett. Schaut euch das an, ihr könnt es wahrscheinlich erkennen, das Ganze glänzt. Das glänzt und sieht einfach wunderhübsch aus. Sehr, sehr nice. Mit den ganzen Stars der Formel 1, mit Lewis Hamilton natürlich, Lando Norris, Verstappen darf natürlich fehlen, Carlos Sainz und auch Sebastian Vettel ist mit drauf. Hier unten noch ein paar Autos. Sehr, sehr nice. Das Ganze natürlich von Tops, wie gesagt. Dann auf der Rückseite haben wir die Checkliste. Wir beginnen, was ich auch sehr, sehr cool finde, mit einem Puzzle am Anfang. Also die erste Seite, die ersten neun Karten sind ein Puzzle. Was ich feiere, wenn man das Album aufmacht, dass man so eine schöne erste Seite hat. Entweder mit ganz vielen Glitzerkarten oder so ein Puzzle oder so. Das finde ich nice. Da haben wir Base-Karten. Wie es aussieht, haben wir hier von jedem Team einige Karten. Also hier ein paar Base-Karten von den Fahrern und von den, ja, von den Autos gibt es anscheinend auch Puzzle, was auch nice ist. Also hier Team Car, Puzzle Front, Middle, Rear. Also anscheinend das ganze Auto über drei Karten. Bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Aber ich stelle es mir cool vor. Das Ganze zu allen Teams, auch zu den Rookies von Haas mit Mick Schumacher. Beziehungsweise nicht nur den, sondern Mick Schumacher und Tsunoda. Heißt es Tsunoda? Ich vergesse immer, wie man den ausspricht. Tsunoda, ja. Von von Alpha Tauri, okay. Ich glaube, hier haben die auf der Checkliste. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, gibt es auch Rookie-Karten. Die haben, glaube ich, auch Rookie-Logos drauf. Und es gibt, glaube ich, sogar nummerierte Karten, habe ich gesehen. Hat Tops zumindest auf Facebook oder Instagram oder so gepostet. Dann gibt es auch wieder F2-Karten, also auch in der Formula 2. Die ganzen Youngster, die dann noch hochkommen. Mal schauen, wer dann den Sprung in die Formel 1 schafft die nächsten Jahre. Dann schauen wir an, haben wir die Rückseite, da haben wir eine weitere Checkliste. Live-Action-Karten, was haben wir noch? Home-Comfort-Karten, okay. Supreme-Skill-Karten, limitierte Karten und ein paar Inserts, also ganz nice. Die Checkliste natürlich. Und es gibt drei Fan-Favoriten-Karten, das sind Hamilton, Ricciardo und Norris. Und es gibt fünf Limis mit Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lando Norris, Sebastian Vettel und Carlos Sainz. Hier seht ihr, wo ihr die findet. Wie gesagt, hier im Starter-Pack finden wir gleich Fernando Alonso. Die schauen wir uns gleich an, dann im Multipack. Jetzt werden wir euch auch noch vorstellen, die Hamilton, da in der Mini- und der Mega-Sammeldose. Und dann gibt es noch Echo Blister. Da gibt es Carlos Sainz. Ich glaube, alles werden wir euch doch die nächsten Tage noch vorstellen. Und von hinten sieht es so aus.
F1-Sticker stehen in den Startlöchern. Das heißt, ab September gibt es auch die Sticker, auch in Deutschland. Ich glaube, die gab es letztes Jahr nicht in Deutschland, soweit du weißt. Und dann gibt es hier ein paar Informationen, wer alles, die ganzen Rechte von den ganzen Teams und so weiter. Noch ein Hinweis, also der 1. April war der, Wertung, Transferwerte, also alles drum und dran. Das kennen wir aus anderen Serien raus, nur ein paar Hinweise halt von Tops, auf welchem Stand und so weiter. Da haben wir ein Spielfeld, kann mit den Karten natürlich auch spielen, deswegen heißen die auch Attacks. Also die haben auch Werte und man kann mit denen spielen. Da gibt es eine Spielanleitung und so ein kleines Heft. Hier sind die ganzen Produkte, die Karten sind abgebildet. Also ein ganz cooles Set. Und hier gibt es F1 Rookies. Natürlich Spielregeln, ein paar Infos zu den Spielern und so weiter. Hier gibt es einen Kalender, was ich ganz cool finde. Da kann man sich die Sieger eintragen. Und ja, also ganz cool finde ich hier mit den ganzen Infos und so weiter, Statistiken und ja, cool. Und es gibt 5 XXL, also beziehungsweise XL-Karten auf tops.com. Ich glaube, noch gibt es die nicht, aber ihr könnt ja mal Ausschau halten bei Tops auf der Website. Die 5 gibt es: Leclerc, dann Verstappen und Perez, Gasly, Mick Schumacher und Raikkonen anscheinend sogar in Gold oder so. Mick Schumacher als F2-Champion. Tops F1 Awards. Okay, auf die bin ich gespannt. Mal schauen. Die gibt es dann wahrscheinlich in irgendwelchen Bundles oder so. Halt auf jeden Fall Ausschau. Dann haben wir das Album hier, wo ihr die Karten reinstecken könnt und so weiter. Und ja, ich würde sagen, das war's schon eigentlich mit der Vorstellung. So, ich lege mir das hier hin. Und dann mache ich einen ganz kleinen Cut. Wir zoomen ein bisschen ran an die... Wir gehen ein bisschen tiefer mit der Kamera und schauen uns die Karten an. So, neue Kameraeinstellung, neue Kameraansicht. Und jetzt sehen wir die Karten natürlich auch wieder besser. Ich muss so diese Großansicht machen, damit man das Album auch gut sieht und so weiter. Und jetzt geht es um die Karten. Also, ich weiß gar nicht, wie viel wir bekommen. Das steht bestimmt draußen dran. 20 Karten plus die Limi. Also 21 Karten im Starterback ist auch schon mal nice. Und ich bin gespannt, wie die aussehen. Wie gesagt, Display-Video. Tints und so weiter, kommt alles noch auf unserem Kanal. Könnt ihr schon freuen. Aber heute der erste Eindruck von den Karten. Und da haben wir gleich die Limi von Fernando Alonso. Also es gibt 5 Limis, alle in Gold. Steht hier auch drauf, Gold Limited Edition. Die so einen Glanzeffekt hat. Sehr, sehr nice. Ich finde auch cool, dass Fernando Alonso so eine Limi bekommen hat. Natürlich Legende. Der, glaube ich, hatte 1 oder 2 Jahre ausgesetzt. Ein Jahr, glaube ich, ausgesetzt. Und jetzt wieder zurück. Ganz nice. Hier unten sind die ganzen Werte. Einmal Defense, einmal Attack. Wie man es auch von anderen Attacks-Serien, sag ich mal. Ja, es gibt ja alle möglichen Attacks-Serien und Tops. Natürlich Match-Tags kennt ihr aus unserem Kanal am besten. Und dann gibt es noch so Unterwerte, Marktwert, Kartennummer. Also ganz nice. Von hinten sehen die Karten so aus. In Gelb gehalten. So, ja, sieht cool aus. Also hier mit dem F1-Logo, dann dem Team-Logo. Sehr, sehr nice. Ja, die Limi. Und dann kommen wir zu den weiteren Karten. 20 Stück. Die sehen alle auch von hinten so gleich aus. Da haben wir hier erstmal eine Strategy-Karte. Eine Oil Flag. Kann man die Flagge hissen. Dann, das sind die Autokarten. Und die sehen sehr, sehr cool aus. Also, jedes Auto hat hier so 3 so Karten, so Puzzlestücke. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es dann so, dass jedes Team 9 Karten hat. Und das heißt eine Seite und dann die letzten 3, sozusagen die unterste Reihe auf der Seite sind dann die Puzzlestücke vom Auto. Ich bin mir sicher, das sieht sehr, sehr cool aus. Also ich habe von Tops schon öfter in den Videos und so weiter auch direkt an Tops gefordert, so oder was heißt gefordert, mir gewünscht, dass mir persönlich bei so Serien auch immer wichtig ist, wie sehen die Karten im Album aus. Also ich will, wenn ich die Serie vorhabe, will ich das Album durchgehen und denken, sehr, sehr geile Serie, das Album sieht schön aus und so weiter. Und allein mit diesen Puzzlestücken und wie ich es sehe, wie es so konstitutioniert ist, ich glaube, wenn das Album dann endlich voll ist, wir sind ja jetzt gerade am Anfang, ich glaube, die Serie wird sehr, sehr cool aussehen. Allein mit dem Puzzle am Anfang, mit denen hier, das ist natürlich sehr, sehr nice. Also hier, die bekommen dann auch nochmal einen Boost, +3. Hier haben wir das McLaren-Auto. Ich rede viel, ich weiß, manche feiern das nicht so. Ihr könnt durchskippen, wie ihr wollt.
doppelte Geschwindigkeit, was auch immer. Aber das ist ein Vorstellvideo. Das ist hier das Starter Pack, das ist das erste Video zur Serie. Da will ich einfach so ein bisschen meine Meinung sagen, ein paar Infos geben. Und ja, das ist anscheinend das Basekartendesign für die F2-Fahrer. Richard Verschoor. Ich muss sagen, bei den F2-Fahrern kenne ich lange nicht alle. Formel 1 bin ich großer Fan, gucke ich mir eigentlich jedes Rennen an. Oder versuche zumindest. Zeit, die ich so hinzubekommen, dass ich alles gucke. Auch oft Qualifying und so weiter. F2, muss ich sagen, habe ich schon noch nicht so viel geguckt. Letztes Jahr mit Schumacher habe ich ein bisschen verfolgt. Dieses Jahr, muss ich sagen, noch nicht so viel. Aber es ist cool zu sehen. Und dann, da sind bestimmt ein paar dabei, die dann auch den Sprung in die F1 vielleicht schaffen. For sure. Dann haben wir hier Steiner, den Teamchef von Haas. Und das ist schon ein cooles Design, muss ich sagen. Also hier einmal dem Fahrer und dann hier nochmal im Hintergrund. Hier auch die von groß nochmal das Spiel. Also schon cool. Piastri. Das ist jetzt für mich, wenn der die ganzen Fahrer nicht kennt aus der F2, ein bisschen blöd, dass man den ganzen Namen nicht sieht. Aber natürlich, die meisten werden von euch werden natürlich die ganzen Fahrer kennen, aus der Formel 1 sowieso. Und dann ist es. Aber ich finde es sieht cool aus. Dann haben wir das nächste Puzzlestück von hinten. Oder ne, Action steht hier oben. 1, 2, 3, okay. Also wir werden uns das Ganze nochmal anschauen, wenn das einmal voll ist. Dann wird das alles vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen. Oh, Power. Okay. Aber die Karten sehen schon extrem nice aus. Also das Design-Team von Topsa wieder alle Ressourcen eingesteckt, sehen sehr, sehr nice aus auf den ersten Blick, muss ich sagen. Und das ist nicht immer so. Also manchmal hat man auch Serien, wo man am Anfang denkt, mit der Zeit sehen meiner Meinung nach fast alle Serien dann sehr gut aus. Also designt sind die schon immer gut. Manchmal hat man so am Anfang das Gefühl, so, wo man sich nicht sicher ist. Mit der Zeit kommt es, denkt man, okay, die haben sich echt doch gute Entscheidung getroffen. Aber bei denen muss ich sagen, der erste Eindruck gleich sehr, sehr gut. George Russell, William Racing Quality Qualifier. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Basecard von ihm ist, aber kann sein. Ich glaube, die haben ja auch, die F1-Fahrer haben, glaube ich, beide jeweils zwei Karten. Mal gucken. Und vielleicht gibt es dann, ich weiß nicht. Einmal mit dem Auto, einmal ohne. Hamilton, Basecard im ersten, im Starterback. Sehr nice. Dann haben wir das Aston Martin Auto hier, wo der Vettel drin fährt. Dann haben wir einen Speedster, F1 Speedster, wenn die Kamera fokussieren will. Ich muss sagen, die sind schon echt cool designt. Hier haben natürlich die Fahrer teilweise auch mehrere Karten. Also das kennen wir bei aus Matchtags jetzt nicht so. Aber hier gibt es einfach viel weniger sag ich mal, Fahrer. Als zum Beispiel in der Bundesliga gibt es natürlich hunderte Spieler. Hier ist der Fokus auf ein paar wenigen Fahrern, aber sehr, sehr cool. Also jetzt, ich weiß nicht, warum die Kamera nicht mehr will. So. Latifi hat sie irgendwie kaputt gemacht. Also Latifi, sehr, sehr cooles. Also ich kann einfach nur bei allen Karten sagen, die sehen einfach cool aus. Dann haben wir Sato, den nächsten F2-Fahrer. Schuh. Dann, Verstappen. Also Hamilton und Verstappen. Quality Qualifier. Vielleicht heißen die einfach alle so. Aber es ist auch eine coole Karte mit dem Auto drauf. Dann Sebastian Vettel, die erste Karte von ihm. Der F1 Speedster. Auch wenn es nicht fokussieren will. Hier. Sehr cool, dann haben wir Leclerc F1 Rookie Flashback, First Season 2018. Auch coole Karte. Ich sag einfach jeder Karte coole Karte, aber ist halt einfach so. Dann Vasseur. Die erste Holo. Die erste Holo. Race Superstar 98 Attack. Max Verstappen. Was ist das für ein Effekt? Ist ein, einfach ein Holo-Effekt, weil hier sind so Streifen durch. Ich glaube, den Effekt habe ich bei Topps-Karten noch nie gesehen. Ihr seht es hier vielleicht auch ein bisschen, das so wie so Streifen in dem Holo. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Generell auch in dem Holo, es ist einfach nicht nur eine Holo-Karte, sondern in diesen Holo-Teilen ist auch nochmal sozusagen ein Muster drin. Die sieht extrem nice aus. Also Max Verstappen, die erste Glitzerkarte. Und Danny Ricciardo auch noch dahinterher. Die Race Superstar-Karten, die gefallen mir. Boah. Also ich fand die Base-Karten schon nice, aber hier, die Holos, Tops.
sehr, sehr nice. Also hier die beiden ersten beiden Holos und dann die Limi. Ich würde fast sagen, dass mir die Holo sogar ein bisschen besser gefallen als die Limi sogar. Hier die Race Superstar. Und dann natürlich gleich Verstappen, Ricciardo auch sehr, sehr nice. Okay, das sind die Superstars, da wird man auch die guten bekommen. Da will ich jetzt aber nochmal in der Checkliste gucken. Also, jetzt die Karten haben wir uns alle angeguckt. Tut mir leid, das ist wieder ein bisschen Strecke. Aber jetzt will ich mir nochmal die Superstars angucken. Wo sind die? Hier, Race Superstar Karten. Also, da sind. Okay, da sind, glaube ich, alle aus der F1 drin. Ne? Und da haben wir zwei richtig gute bekommen, auf jeden Fall. Die sehen sehr, sehr nice aus. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht. Hier die Formula One Champions Card von Hamilton, könnt ihr vorstellen, dass die auch noch Holo ist. Ansonsten vielleicht die Award Karten oder hier unten, ich weiß es nicht. Die Fans Favorite Karten könnt ihr mir auch vorstellen, dass die glitzernd sind. Ich bin mal gespannt, wer alles glitzernd ist. Ich hoffe, es gibt noch einige andere glitzernde, weil hört euch den Holo Effekt an. Das sieht absolut genial aus. Okay, Props gehen raus an Tops. Auch vielen Dank für die Karten, fürs Bereitstellen der Karten. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Video ist natürlich wieder länger geworden, als wahrscheinlich hätte sein müssen, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war das Starter Pack. Wir haben viele coole Karten schon bekommen. Die Karten sehen sehr nice aus und ich bin echt gespannt, wie das Ganze in deinem Album aussieht. Es kann einfach nur geil sein. Es kann nur geil sein. Also ich bin gespannt, jetzt besonders im Sommer, wo wir nicht so viele Fußballserien bekommen, wo die Bundesliga noch Pause macht und so weiter. Falls ihr noch Fußballserien sehen wollt, da laden wir auch noch regelmäßig natürlich hoch. Fußball ist und bleibt unser Fokus, aber wenn sowas Nices gedroppt wird, müssen wir natürlich das euch auch zeigen. Das war's von mir für heute. Wie gesagt, das hier kommt spätestens in ein paar Tagen. Vielleicht kommt es schon morgen, vielleicht übermorgen. Ich muss mal schauen, wie es passt. Denn ich habe noch ein paar andere Videos, die ich euch auch unbedingt bringen will. Und ich kann nicht 5 geile Videos an einem Tag bringen, weil dann habe ich die nächsten Tage nichts. Aber ihr wisst so. So, also. Das war das Video für heute. Ich hoffe, es ist gefallen. Die sollte es jetzt überall im Handel geben oder bald. Checkt ab. Ist eine coole Serie geworden. Und ich bin gespannt auf die weiteren Produkte, die wir noch öffnen. Und ja, das war's von mir für heute. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt auch gerne in die Kommentare. Das mache ich auch gerne. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Schreibt mal in die Kommentare, wer wird Weltmeister dieses Jahr. Also ich glaube, dieses Jahr könnte es wirklich knapper werden zwischen Hamilton und Verstappen. Beide haben schon mal ein Rennen gewonnen. Und es könnte knapp werden. Also Hamilton die letzten Rennen nicht so gut gewesen, beziehungsweise keine Siege eingefahren. Da war Red Bull vorher vorne. Aber am Ende wissen wir, wie Hamilton ist. Der wird es knapp machen. Also, ich bin gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, Hamilton oder Verstappen oder wenn ihr irgendeinem anderen das noch zutraut, schreibt da gerne den Namen in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall cool, am Ende der Saison zu schauen, wer so alles was getippt hat. Und ja, also, checkt es noch ab. Falls ihr hier noch dabei seid, könnt ihr es gerne machen. Dann zeigt ihr auch, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Und ja, das war's von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Snighted. Ciao, ciao.